Ja, ich habe mir zu dem Begriff Biodeutsch auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, natürlich angelehnt an Muhsin Omarkas Zeichnungen und Karikaturen. Und er macht es ja eigentlich wirklich wunderbar und wie auch in jeder guten Karikatur, dass er etwas offenlegt, was unterschwellig ohnehin in der Gesellschaft vorhanden ist. So eine Art Geheimraum der identitären Gesinnung, wo man möglicherweise auch noch die Überreste des letzten Übermenschen heimlich rüberfegen kann, damit man sich ganz wegschmeißen muss. Und damit macht er natürlich einen Raum auf, der für die postnationalsozialistische Gesellschaft, wie ich es auch nochmal betonen möchte, natürlich ganz, ganz relevant ist. Denn wir leben ja nicht einfach nur in einer Demokratie, sondern wir leben in einer postkolonialen Demokratie, wir leben in einer auch postnationalsozialistischen Demokratie. Und diese Formen der Demokratien haben natürlich ihre unterschwelligen, untergründigen Räume. Und einer von diesen wurde mit Biodeutsch ganz klar benannt. Ich habe mir dann nochmal den Spaß erlaubt, mir diese biodeutsche Utopie nochmal irgendwie grafischer oder konkreter vorzustellen. Und es geht ja auch nicht ganz ohne Schmunzeln, dass man dann feststellt, dass das ja doch ein sehr offener Raum ist. Man hat das Gefühl, das ist so eine Art vereinfachtes Aufnahmeverfahren oder so ein vereinfachtes Integrationsverfahren, weil man kann ja Biodeutsch im Gegensatz zum Beispiel zum Arier viel einfacher sein auch. Also man braucht keinen Sport machen, man kann auch arbeitslos sein, man völlig unheroisch, man muss überhaupt nicht mehr in diese alten Kategorien reinpassen, man muss eigentlich gar nichts mehr mitbringen, außer diese Genealogie. Das ist sozusagen sehr viel besser geworden im rechten Sinne. Da können viel mehr Leute sich jetzt auch zu Hause fühlen, als das vorher so war, mit viel weniger Gegenleistung. Und das Krasse an der ganzen Biodeutsch-Geschichte ist ja, nachdem das Omarka eigentlich so treffend benannt hat, auch diesen verrückten biodeutschen Raum, den ich gerade versucht habe, in Bildern zu fassen, dass ja das doch jetzt wieder sehr schnell gekippt ist in einen salonfähigen Begriff in der rechten Parteisprache. Und wenn man sich überlegt, dass ein Begriff, der eigentlich so klar ein Thera so, so den halt Omarka mit so einer Art therapeutischen Generosität so klar den Deutschen anbietet als Problem, dass der Begriff Jahrzehnte später wieder sich in eine Art deutsche Perspektive verwandelt hat, weil sich eben doch so viele Leute in diesem Raum dann doch so wohlgefühlt haben. Das ist eine krasse Karrieregeschichte eines Begriffs, die sehr, sehr viel mit deutschen Privilegien zu tun haben, auch Privilegien über Sprache. Und deswegen müssen wir uns bei Biodeutsch nicht darüber unterhalten, ob das irgendjemand jetzt verletzt oder nicht verletzt oder ob das vergleichbar ist. Dass die Begriffsgeschichte allein und der Aufstieg des Wortes zeigt eigentlich sehr, sehr konkret auf das Problem der Privilegien und der Hierarchien und der Ungleichheiten, die leider immer noch sehr deutlich bestehen.